Der deutsche Biologe Stefan Austermühle setzt sich seit 30 Jahren für den Delfin- und Artenschutz ein. Seit 1999 ist er Präsident der peruanischen Meeresschutzorganisation Mundo Azul. 2013 hat Stefan unter Gefährdung seines Lebens als erster gefilmt, wie brutal die Fischer bei der illegalen Delfinjagd für Haiköder vorgehen. Gemeinsam mit Mundo Azul will Ocean Care die grausame Jagd endlich stoppen. Mit einem Dokumentarfilm wollen wir dieses Jahr die Weltöffentlichkeit und die Regierung Perus wachrütteln. Die letzten Szenen werden in diesen Tagen in Peru abgedreht. Heute gewährt uns Stefan exklusive Einblicke in die Entstehung dieses aufrüttelnden Dokumentarfilms und beantwortet Fragen, die unsere Unterstützer eingesandt haben. Willkommen, Stefan. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um diese brennenden Fragen zu beantworten. Ja, danke. Ich glaube, es ist umgekehrt. Vielen Dank für die Möglichkeit, über euch mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen und dieses Problem bekannt zu machen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Vielen Dank. Ich lege gleich mal los. Und zwar haben uns viele Fragen zu den Hintergründen der Delfinjagd erreicht. Zur ersten Frage: Warum benutzen die Jäger gerade Delfinfleisch als Haiköder? Der Hai frisst doch sicher auch anderes Fleisch, oder? Ja, klar. Also ein Hai frisst natürlich alles Mögliche, was im Meer so rumschwimmt. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass verschiedene Haie bestimmte Vorlieben haben. Also den Fischern ist sehr wohl bewusst, und da gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen Studien drüber, und das ist ihr Erfahrungshorizont, dass zum Beispiel Blauhaie ganz klar Delfinfleisch vorziehen, während der Makohai eben dann auf Fische geht. Und deshalb haben die eigentlich nicht nur Delfine als Haiköder, sondern eine Mischung von verschiedenen Sachen. Ne? Also die nehmen sich vom Hafen aus tiefgefrorenen Fisch mit. Dann wird unterwegs, nachts wird Riesentintenfisch gefangen, der ist, ne, da sehr häufig in dem Gebiet, und dann werden noch Delfine gefangen. Und dann wird also ein Ködermix gemacht, der alle drei Sachen beinhaltet und den man dann auslegen kann, ohne wissen zu müssen, welche Haie sind da jetzt, und dann hat man sozusagen für jeden was. Und der andere Vorteil für die Fischer bei dieser Methode ist natürlich, dass sie nicht die gesamte Ködermenge kaufen müssen, weil den Fisch zu kaufen kostet Geld, während der Tintenfisch und die Delfine frei im Meer rumschwimmen und dann eben gratis gefangen und verarbeitet werden können. Und was geschieht denn eigentlich mit den Haien? Ist die Haijagd etwa legal? Haijagd ist bei uns ganz legal. In Peru wird Haifleisch traditionell gegessen. Das Thema mit den Haiflossen, die abgeschnitten werden, ist eigentlich erst in den letzten 10 Jahren aufgekommen. Die werden dann nach Asien transportiert. Aber bei uns ist Haifleisch ein ganz gewöhnliches Fischprodukt. Und insofern ist die Haijagd völlig legal. Es ist eine Fischerei wie jede andere. Aber natürlich gibt es da auch Probleme, die wir dokumentieren werden, denn die Haie sind völlig überfischt und ihre Bestände sind nahe beim Zusammenbruch. Die nächste Frage ist eine mehrteilige Frage. Ich beginne gleich mal mit dem ersten Teil. Die Delfine, die sind doch sehr intelligent. Wieso kehren sie immer wieder in die Gewässer, in denen sie bejagt werden, zurück? Oder werden sie etwa dorthin zusammengetrieben? Dann wäre es doch auch möglich, sie in eine andere Richtung zu führen, oder nicht? Ja, das ist natürlich eine Frage, glaube ich, die sehr inspiriert ist von den doch sehr bekannten Bildern der Delfinjagd in Japan, wo also Delfine in Buchten getrieben werden und dann dort getötet werden. Die Situation hier ist biologisch gesehen sehr anders. Wir haben also eine Delfinart, der Schwarzdelfin, der eigentlich der Hauptbetroffene dieser Jagd ist. Diese Delfine kommen wie in einem Streifen in ungefähr 40 bis 50 Kilometer, 40 bis 50 Meilen, da sind wir sind darüber reden, 80, 90 Kilometer vor der peruanischen Küste vor, entlang der gesamten peruanischen Küste. Es sind also 3000 Kilometer lang die Küste, und ungefähr 80 Kilometer vor der Küste gibt es also diesen Streifen
einer sehr hohen Delfindichte dieser Art. Die kommen also in dem ganzen Bereich rum, gehen rauf und runter, sind also nicht auf ein Revier beschränkt, sondern sind umherziehende Delfine, die dort ihre höchste Dichte haben. Das heißt, man kann sie auch weiter draußen und näher dran treffen, aber doch eher selten. Und was dann passiert, ist eben genau, dass die Fischer durch dieses Gebiet hindurchfahren, weil die ja viel weiter raus müssen. Also sie schneiden da so durch dieses Band hindurch und in dem Moment benutzen sie die Gelegenheit, die Delfine, die dann an die Boote kommen, um zu spielen, dann eben umzubringen. Die Frage nach der Intelligenz ist eine sehr schwierige Frage, weil wir natürlich, wenn wir von Intelligenz haben, unsere Art von Intelligenz im Kopf haben. Und das ist nun mal leider nicht so. Delfine sind sehr intelligent, aber auch eben nicht alle Delfine sind gleich intelligent. Ne? Also wenn wir von intelligenten Delfinen reden, reden wir normalerweise vom großen Tümmler, der als Flipper jedem bekannt ist, wo wir sehr viele Gehirnstudien haben, Studien haben in Delfinarien. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Delfinarten, es gibt ja über 30 Delfinarten, die eben dann doch andere Gehirne, kleinere Gehirne, vielleicht auch weniger entwickelte Gehirne haben als diese Delfine, die wir aus dem Film kennen. Und deren Intelligenzniveau dann wahrscheinlich auch woanders liegt und nicht erforscht ist, weil das eben Hochseedelfine sind, die man nicht in Becken halten kann, die würden sich sofort umbringen. Das haben wir ja in den 50er, 60er Jahren gesehen, dass die meisten Delfine hatten sich überhaupt nicht anpassen an Gefangenschaft. Und insofern wissen wir eigentlich auch nichts über deren Intelligenz. Was wir feststellen können bei all diesen Fahrten ist, dass alle Delfinarten es lieben, in den Bootswellen zu reiten. Und das wird ihnen im Fall dieser Haijagd zum Verhängnis, weil es gibt keine andere Methode, diese Delfine zu fangen. Die müssen ganz nah rankommen ans Boot, damit man sie mit so einer schweren Harpune dann eben harpunieren kann. Und es ist genau dieses freundliche Verhalten, was ihnen zum Verhängnis wird. Und wie viele Fischer sind denn an diesen Treiben überhaupt beteiligt? Auch eine schwierige Frage, und eine sehr wichtige Frage. Und eine Frage, die ich im Grunde gar nicht beantworten kann. Wir wissen nämlich gar nicht, wie groß die Haifischfangflotte in Peru ist. Das mag nun für einen Deutschen oder einen Schweizer oder einen Österreicher sehr merkwürdig klingen. Wie kann man das nicht wissen? Das liegt daran, dass wir in Peru doch sehr viel, wie sagt man das? Bei uns wäre das Schwarzarbeit, ne? Also sehr viele Leute haben, die völlig ohne Genehmigung diese Sachen machen, also fischen gehen. Wir haben hier eine Statistik, die sagt uns, es gibt ungefähr 500 Haifischfangboote mit langen Leinen entlang der peruanischen Küste. Wenn man aber mit Fischern redet, dann kann die Zahl also die wirkliche Zahl leicht doppelt oder dreimal so groß sein, ne? Weil es einfach sehr viele unregistrierte Fischerboote gibt, die das genau das Gleiche machen. Und bei unseren Schätzungen haben wir versucht, immer sehr konservativ zu sein, damit wir ja nicht übertreiben und man das hinter uns dann vorwerfen kann. Und insofern gehen wir eigentlich immer von 500 Booten aus. Wir wissen aber, dass es wesentlich mehr sind. Okay. Und eben, wenn man das dann hochrechnet, mit 2 bis 3 Delfine pro Schiff, die harpuniert werden, dann ist eben diese Zahl hier jeweils, sagen, gibt zwischen Tausenden von Delfinen. Ja, okay. Ja, man Und muss da eben klar sagen, also wir können nur Schätzungen machen. Es gibt ja keine ja. Statistiken. Die Delfine werden ja nicht angelandet. Und es ist auch nicht, wie gesagt, eben in Japan, dass man auf einen Schlag 100, 200, 300 Delfine getötet werden und man das sehen und zählen kann. Sondern wir müssen uns das wirklich so vorstellen. Wir haben 3000 Kilometer Küstenlinie. Und die Haifischboote gehen bis auf internationale Gewässer raus. Also verteilen sich in einem breiten Bereich von 400 Kilometern. Also wenn du jetzt mal die Quadratkilometer ausrechnest, 3000 multipliziert mit 400, dann ist das ein Riesengebiet. Innerhalb diesem Riesengebiet hast du 500 Bötchen, die finden sich gar nicht gegenseitig, die sind ganz weit verstreut. Und man weiß auch nicht, an welchem Tag ihrer einmonatigen Reise sie nun so einen Delfin töten. Das heißt, es ist völlig unmöglich, sowas zu kontrollieren und es ist völlig unmöglich, sich das bildlich vorzustellen. Da stirbt hier mal einer, morgen da einer und da. Und dann kommt die ganze Zahl im Jahr eben zusammen. Das heißt, das Einzige, was wir schätzen können, ist eine Zahl mit einer Untergrenze und einer Obergrenze, wenn man vorsichtig sein will. Also man sagt, okay, im Schnitt gehen diese Boote 10 Mal raus pro Jahr. Es sind ungefähr 500 Boote. Das Niedrigste, was wir gehört haben, ist, dass sie einen Delfin pro Trip töten. Das heißt, unsere Untergrenze liegt wahrscheinlich irgendwo bei 5000.
Und wenn wir dann davon ausgehen, dass sie mehr Delfine töten, 2, 3, 4 bis zu 10 Delfine, hat uns mal einer gesagt, was ich dann doch schon ziemlich übertrieben fand. Aber 3, 4 ist normal. Auf meinem Trip wurden 3 Delfine getötet. Ja. Und dann sind es schon 15.000. Also die Wirklichkeit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 15.000 Delfine und man kann es nicht genau sagen, wie viele es wirklich sind. Ne? Aber eine Menge, jedenfalls eine Menge. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Spielen denn auch kulturelle Bräuche in Peru eine Rolle für die Delfinjagd? Nein, überhaupt keine Rolle. Also Peruaner essen kein Delfinfleisch, das ist überhaupt keine Kultur hier, sondern das ist ein Phänomen und damit hat ja die ganze Problematik des Delfintötens in Peru eigentlich angefangen, dass 1970, als wir den ersten Fischereicrash hatten von der Sardinenfischerei, die also völlig überfischt waren, wo dann auf einen Schlag der Bestand der Sardinen zusammenbrach und es sehr viele Fischer gab, die überhaupt nichts mehr zu fischen hatten und und arbeitslos wurden, in diesem Jahr entdeckten die Peruaner sozusagen, dass er Delfinfleisch verkauft werden kann. Und wir fingen an, einen unglaublichen Anstieg zu haben von Delfinfleisch, das angelandet wurde für den menschlichen Konsum. Es ist also keine traditionelle Geschichte, sondern eine Reaktion auf eine ökonomische Notlage. Und dann bürgerte sich das so ein. Und in den 90er Jahren fingen dann die Umweltschützer zu sagen, Moment mal, das sind viel zu viele Delfine. Dann gab es die Kampagnen und 1997 wurde das Töten von Delfinen, auch was für einen Grund auch immer, verboten. Und wir haben also seit Mundasul gemeinsam mit Ocean Care, hat ja nun schon seit vielen, vielen Jahren gegen den illegalen Konsum von Delfinfleisch gearbeitet, der immer noch da ist. Aber dann erst in den letzten Jahren ist uns klar, oder haben wir gehört, besser gesagt, dass Delfine auch aus anderen Gründen getötet werden. Und da kommt eben jetzt das Töten der Delfine als Köder im Haifischfang, als neues Thema, als neues Problem rein, wo es bisher überhaupt keine Beweise dafür gab, dass es wirklich stattfindet. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange machen die denn das eigentlich? Ist das eine Kultur und so weiter? Und da gibt es auch wieder nur eine andeutende Erklärung. Und die ist, dass traditionell in Peru eigentlich Hundshaie gefischt wurden. Das sind Dog Sharks, also eine kleine Gruppe von verschiedenen Arten, sehr kleine Haie, ja, 1,20 Meter, 1,30 Meter Größe. Und die sind in den 90er Jahren überfischt worden. Also wir sehen die Landungsstatistiken von diesen Hundshaien, die gehen runter. Es gibt keine mehr überfischt, weil der Fischfang nicht kontrolliert wurde. Und dann fing die peruanische Fischereibehörde Ende der 90er Jahre, Anfang dieses Jahrtausends an, zu sagen, ja gut, wenn es keine kleinen Haie mehr gibt, dann jagt doch einfach die großen. Ne? Also fangt doch Hammerhaie, fangt doch Makohaie, fangt doch weiße Haie, fangt doch Blauhaie. Denn die sind bei uns überhaupt nicht genutzt. Das ist eine ungenutzte Ressource und macht doch das. Das heißt, wahrscheinlich ging diese Haifischfängerei der großen Arten erst zur Jahrtausendwende an, als die kleinen weg waren. Und man merkt es auch daran, dass diese neuen Haiarten nicht unter ihrem Namen verkauft werden, sondern immer noch unter dem hier handelsüblichen Namen Toyo, der eigentlich Hundshaie sind. Ja? Und die werden also dann als Hammer-Hundshai oder als weißer Hundshai verkauft und man weiß dann, das sind ganz andere Arten. Ja? Aber dem Konsumenten hier ist das dann auch wieder nicht klar. Und insofern hat wahrscheinlich diese ganze Delfintöterei als Haifischköder erst angefangen, als im großen Stil die großen Haiarten gefangen wurden. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich ein Problem der letzten 10, 15 Jahre. Und es war von Anfang an illegal, weil wir natürlich seit 1997 den Delfinfang völlig verboten haben. Und der Endkonsument, du hast gesagt, das Delfinfleisch, das wird lokal gegessen. Das Haifischfleisch, wird das auch lokal gegessen? Die Flossen auch? Oder wer ist da der Nein, Endkonsument? wir haben, wie gesagt, hier ein Brauch. Haifischfleisch ist ein wichtiges Element der peruanischen Küstenküche, schon immer gewesen, aber das Fleisch. Also Flossen werden hier nicht konsumiert, sondern das ist wahrscheinlich dann eher so ein Zusatzprodukt, als die Nachfrage aus Asien dann immer weiter angestiegen ist, haben die angefangen, diese Flossen
zu exportieren. Also hier werden keine Haie gefangen, durch die Flossen abgeschnitten und die Haie leben zurückgeworfen ins Wasser. Das findet hier Gott sei Dank nicht statt, sondern hier werden Haie gefischt, um deren Fleisch zu essen. Ach ja, und dann verkaufen wir auch noch die Flossen. Okay, vielen Dank.